Hallo und herzlich willkommen zurück bei Swiss Trail TV. Der zweite Teil vom Test des neuen BIFRC DH30 Spotwelders oder auch zu gut Deutsch Punktschweißgerät. Nach dem Unboxing im ersten Teil, ich habe hier die Zuleitung verkabelt. Wie bereits erwähnt, habe ich eine zweite Spannungsversorgung, um zu verhindern, dass beim Schweißvorgang die MOSFETs durchknallen, bedingt durch den Spannungsabfall in der Schweißbatterie. Und da haben wir das Startdisplay, Startmenü. Das erklärt sich überwiegend von selber. Da kann man ein paar Sachen einstellen bezüglich der Batterie und des Timings. Und wenn man das dann mit einem Druck auf OK quittiert, kommt man ins Hauptmenü. Da haben wir links oben, sieht man, welche Spannung anliegt beim Eingang. Dann rechts daneben bei Gear, das ist die Leistungsstufe, geht von 1 bis 20. Rechts daneben haben wir Puls, das sind das ist ein Dualpulsgerät, was also zweimal kurz hintereinander einen Schweißpuls setzt. Was die Zahlen bedeuten, weiß ich leider nicht. 7, 24 und so weiter. Ob das der Abstand ist mit Millisekunden, keine Ahnung. Dann hat es links unten den Zähler der Schweißvorgänge, dann hat es einen Temperaturfühler, der ist auf den MOSFETs. Das ist sehr praktisch, weil da gab es beim Vorgängermodell da Temperaturprobleme. Und jetzt hat man da einen Blick drauf. Rechts unten gab es dann noch den Parameter Threshold. Man kann also einen Schwellenwert eingeben, höchstwahrscheinlich bezüglich der Auslösung des Schweißvorgangs. So, dann haben wir hier mal ein paar Nickelstreifen übereinander gelegt und werden dann mal ganz optimistisch anfangen. So, es sind jetzt drei Nickelstreifen übereinander und Leistungsstufe 1. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, nämlich nicht viel. Okay, war die Leistungsstufe 1. Da werden wir jetzt erstmal etwas hochschalten und lassen uns überraschen. Ja, das war jetzt nicht viel mehr als nichts, aber wir haben ja noch ein paar Gänge nach oben. Und dann hoffen wir mal, dass sich da was tun wird. Ich hatte schon so den Verdacht, dass mit der Verkabelung mal was nicht in Ordnung ist, weil ich hatte mal eine Schraube an den Terminals da nicht richtig fest und da war zu wenig Strom geflossen. Deshalb werde ich mich dem Problem da gleich mal annehmen, aber jetzt versuchen wir erst nochmal hier auf Maximum, Stufe 20. Ja, und da hat es jetzt ein bisschen gefunkt, aber von Schweißen kann da keine Rede sein. Um sicherzustellen, dass das jetzt nicht an meinem Akku und dem Kabel-Setup liegt, werde ich jetzt gerade nochmal das Vorgängermodell rausholen und anschließen und schauen, ob es damit funktioniert. So, gerade noch mal das Vorgängermodell rausgeholt. Ich habe auch den Akku mal gemessen. Der hat, das sind 14,8 Volt LiPo und der hat aktuell noch 15,8 Volt. Der ist also mehr als halb voll. Sollte nicht das Problem sein. Die Kabel sind fest und werde jetzt mit dem Setup das alte Gerät benutzen, um zu schauen, ob das normal funktioniert oder ob es auch Probleme gibt. Ja, man sieht schon den Unterschied, wie die Funken geflogen sind. Eine gute Verbindung ist hier nicht zustande gekommen. Aber das ist auch die kleinste von, ich glaube, 8 Stufen oder so. Deshalb, also am Setup liegt es nicht, es wird wohl leider am Gerät liegen. Wenn wir jetzt hier in eine andere Leistungsstufe gehen, ich habe jetzt leider hier bei dem keinen Fußschalter angelötet, weil
ja, ich bin nicht so gut im Löten. Diese Anschlüsse für den Fußschalter, die sind wirklich winzig und ich habe schon eine Platine kaputt gelötet beim Versuch, den Fußschalter dran zu machen, weil es lässt sich doch sehr, sehr angenehm arbeiten damit. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal wagen soll. Die MOSFETs werden übrigens kein bisschen warm. Wir haben jetzt hier auf der mittleren Leistungsstufe schon 2 oder 3 Nickelstreifen zusammengelötet. Die sind natürlich nicht besonders dick, sind nur 0,1 oder 0,12. Aber man sieht schon, dass dieses Gerät reichlich Dampf hat. Ja, das Gerät funktioniert im Setup einwandfrei. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass das andere Gerät, also der neuere, der DA30, in der aktuellen Version aus irgendeinem Grund nicht genügend Kraft hat. Bleibt abzuwarten, ob sich da noch was tut. Das Gerät lässt sich ja updaten über USB. Ansonsten ist es in der aktuellen Version überhaupt nicht empfehlenswert. Es sei denn, man möchte damit wirklich nur ganz, ganz dünne Nickelstreifen auf Zellen löten. Ja, das hat mich dann noch sehr überrascht. Als ich die 8 MOSFETs gesehen habe, habe ich mich schon gefreut und habe mich dann auf eine ähnliche Leistung wie beim Vorgängermodell gefreut. Aber ja, dem war leider nicht so. Bleibt abzuwarten, ob sich da noch was tut, Updates etc., aber so macht das definitiv keinen Spaß. So, das war's dann auch schon für heute. Am besten ihr abonniert den Kanal, weil demnächst kommen noch mehr Spot-Welding-Videos. Zum Beispiel habe ich hier auch ein Setup mit Timer und Relais und dann bringe ich euch bei, wie man es nicht macht.